Martin, erzähl uns doch, worum geht's da? Was macht ihr da? Ja, wir haben eine neue Wasserkraftschnecke. Das Besondere dann ist, dass die aus Kunststoff ist. Okay. Damit versuchen wir, das Spaltmaß komplett zu verringern gegenüber einer Stahlschnecke, okay, und somit die Effizienz der Schnecke zu steigern. Das heißt also, dass sozusagen das Metall kann nicht so knapp an dieser Außenführung, an dieser Außenwanne quasi laufen. Ja. Und bei Kunststoff, aufgrund dieser eigenschmierenden Eigenschaften, die dieser Kunststoff hat, kann man das Spaltmaß einfach geringer machen. Dadurch ist der Verlust geringer und die Effizienz höher. Genau. Habe ich das richtig genau verstanden? Richtig. Ja, klingt interessant. Im Stahl brauchst du immer ein gewisses Spaltmaß. Und das versuchen wir mit dem Kunststoff auf Null zu bekommen. Wofür braucht man jetzt solche Förderschnecken? Zum Beispiel für Kläranlagen. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Endstation aussteigen, bitte. Und go. Martin, erzähl uns doch, worum geht's da? Was macht ihr da? Ja. Und wenn man so Zwerg ist, kriegt man vom Daniel eine Unterlage. Ich werde ein ewig schlechtes Gewissen haben, dass ich dem armen Martin das antue.